So, hallo, die Testaufnahme war synchron. Damit sollte der Part es auch sein. Ansonsten, keine Ahnung. Weiß ich halt auch nicht. Letztes Mal haben wir. Achso, wir machen übrigens weiter bei Cadence of Hyrule. Letztes Mal haben wir Minibosse kennengelernt und ich denke, das ist vielleicht das, was wir jetzt am ersten Mal abklappern wollen. Die ganzen Minibosse, die es hier gibt. Den hier werde ich erstmal lassen, weil ich glaube, der hat mit den verlorenen, mit dem Dings zu tun. Hier verlorene Wälder, da komme ich ja nicht hoch. Da muss ich ja erst ein Rätsel lösen. Aber ich denke, hier so das ganze Zeug hier, das können wir mal abklappern. Ne? Die zwei da könnten wir zum Beispiel uns anschauen. Da waren wir sogar schon mal. Ich gucke jetzt mal, wo ich überall hinkomme mit meinem Instrumentchen. So. Aber ich will aber auch mal hier runter. Da will ich mal hin. Da will ich mal hin. Wir gehen erstmal hier runter. Da kommen wir auch zu einem Boss. Guck mal hier. Das ist sogar ein ganz interessanter Boss. Da ist nämlich einfach nichts auf der Karte. Okay. Das Feld interessiert mich jetzt gerade am meisten. Wir gehen von hier aus einfach mal gerade runter. Machen wir das. Ich lasse mich hier aufräumen. Das war doof. Wo ist jetzt noch einer? Ach, da. So. Schön, dass wir drüber geredet haben. Hier war die Feenquelle, ne? Die kann mich kurz heilen. Mach mal. Dankeschön, tschüss. So. Gut, runterwärts. Das ist jetzt neu. Herzteil. Es gibt dann bestimmt auch ein Upgrade für die Karte, was Herzteile anzeigt. Haben wir aktuell nicht. Vielleicht gibt es das, ich weiß es nicht. Ich denke, es wäre auf jeden Fall cool. Nice. Weil bisher kann man sich alles auf der Karte irgendwie anzeigen lassen. Aber das muss man halt auch erst finden. Ups. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich sehe spontan nichts und ich glaube, die Karte hat auch nichts erzählt. Nein, die Karte erzählt auch nichts. Aber da unten ist jetzt das, wo ich hin wollte. Na, gucken wir mal, was uns da erwartet. Ach, das ist so ein Laden für die Getränke. Tränke. So, jetzt will ich mal gucken. Ah ja. Klappt ganz gut. Oh, wir sind gerade gut im Beat. Ah. Ich hätte es nicht sagen sollen. Aber ist alles okay. So, das heißt, die kann mir auch wieder irgendwas vorhersagen. Will ich aber ja gar nicht, dass die mir was vorhersagt. So, machen wir erstmal auf. Dann gehen wir mal rein. Aber es ist eine andere Farbe, oder? Mir ist auch. Ach so, ja, es ist eine andere Farbe, weil es eine andere Wahrsagung dann wäre. Nein, will ich nicht. Und dann ist wieder was auf der Karte, was ich nicht will. So, das können wir machen, wenn wir nicht vorankommen oder wenn wir irgendwas mit den Dungeons verhauen. Dann können wir das gerne machen. Aber aktuell will ich das nicht. Gut, hier ist auf der Karte auch nichts weiter, ne? Das ist das Portal gewesen und der Laden. Okay. Ach so, ganz kurz. Ich glaube, ich habe aber sämtliche Getränke aufgefüllt, ne? Ja, erst mit neuer Flasche können wir da weitermachen. Gut. Da ist eine Höhle mit Schild davor. Ach Mann, dass ich die Spinnen immer falsch predikte, ist ärgerlich.
Ah, den habe ich zu spät realisiert, wie der wieder läuft. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Ah, da oben ist noch einer. Bevor ich mich um den Pilz kümmere. Okay. Auf zum Pilz. Danach halt sollten wir alles haben. Ach, ich könnte auch. Ich mache das anders. Ah, ich kann so nicht angreifen. Das ist ja dumm. Ah, ich weiß, was ich tue. So. Und tschüss. Ich wollte eigentlich erst den hochschieben, aber dann habe ich noch den anderen Gegner bemerkt. Betreten verboten. Ja, let's go. Okay, keine Biene. Schade. Ja, wie gesagt, let's go. Betreten verboten ist genau das, wo wir rein wollen. Ist ein Boss hier angezeigt? Nein, ist einfach nur eine Dings angezeigt. Okay. Ach, jetzt ist es ausgefüllt. Das war einfach noch nicht. Wir waren einfach noch nicht dran. Das war das einzige Stück auf der Karte, wo wir noch nicht dran waren. Ah, interessant. Okay. Sieht jetzt erstmal nicht sonderlich gefährlich aus. Gleich bin ich tot, wenn ich so quatsche. Nee, ist einfach kein Problem. War einfach so ein Quatschschild. War einfach wirklich ein Quatschschild. Guck mal, selbst das ist ja einfach nur eine Rolle. Aber vielleicht jetzt die letzte, die uns noch gefehlt hat? Jawohl, wir haben alle Rollen. Sehr gut. Werde ich nie einsetzen. Das sind immer so Sachen, die ich einfach irgendwie einfach nicht einsetze. Ich weiß nicht warum. So, aber hier unten ist jetzt ein Boss dann, ja? Jawohl, da ist ein Boss dann. Und ich sehe auch schon wo. Aber erstmal wieder schönes Gerudo-Theme. Oder ist. Was ist das denn da? Ein Zahnrad? Komm mal her. Ach, dumm. So, wie kommt denn dieses Zahnrad daran? Was ist das denn? Da müsste ich ja... Ich hätte da eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob die funktioniert. Wir probieren es mal. Das war sie nicht. Ah, verdammt! Das war nicht, was passieren sollte. Ich wollte nicht, dass der sofort explodiert. Ich wollte, dass er explodiert, aber nicht sofort. So, hier ist aber jetzt was. Da ist mein Boss. Ist das wieder eine Leune? Ist das der Boss? Diese Raupe? Die Raupe ist der Boss? Lull! Magischer Bumerang. Was ist jetzt bei dem anders? Größere Gegner betäuben und kleinere besiegen. Oh! Also quasi eine sehr gute Fernkampfwaffe dann sogar. Und
Nice, wir haben ja gelernt, in Höhlen graben bringt auf jeden Fall sehr viel. Daher werden wir das ausnutzen. Oder auch nicht. Ah, ich kann nicht mehr graben. Die Schaufel ist kaputt. Das ist ja blöd. Na gut, aber ich habe einen Diamanten gefunden, das sollte reichen. Passiert da was, wenn ich die alle verschwinden lasse? Nein. Okay. Gut. Aber das war der Boss. Sehr schön. Schöner Boss, gerne wieder. So, jetzt müsste ich mal hier kurz die Ebene resetten. Oh no! Das bleibt jetzt so. Jetzt bekomme ich den... Das reicht ja nicht. Das ist ja das Problem. Okay, pass auf. So, ah, das reicht ja auch nicht. Das ist ein Käse. Ich komme da nicht ran. Okay. Wo ist der nächste Boss? Direkt hier in dem Raum, ne? Genau, sehr gut. Perfekt. Dann machen wir den gleich mit. Ups. Da ist wieder was zum Buddeln. Gib mir die Schaufel. Sind auch sehr wichtig. Dankeschön. Wie kommt der jetzt her? Wie kriege ich den von hier? Ah ja, gut. Geld und noch. Mehr Geld. Gut, dann lösen wir das mal aus. Dann können wir uns das auch holen. Sehr schön. Ich wusste, als hätte ich's predicted. Ah, nice. In dem Part, wo ich sage, es gibt doch bestimmt ein Amulett. Oder habe ich Amulett gesagt? Weiß nicht, aber so ein Upgrade für die Karte. Und mit dem man Herzteile sehen kann. Da ist es. Nice. Damit sehen wir jetzt wirklich alle unnützen Räume und wichtige Räume. Guck mal, da zum Beispiel ist was Wichtiges. Ach, sehr schön. Und hier ist eigentlich komplett unnütz. Da gehen wir einfach ganz schnell durch, dass die nicht mehr grau sind. Sehr gut. Aber hier muss noch ein Boss sein irgendwo. Wo ist denn hier? Ist hier irgendwo was zum Sprengen? Oder habe ich mich verguckt? Ne, hier ist gar kein Boss. War das die Truhe? War die Truhe das Bosszeichen? Das kann auch sein. Oder ich habe mich verguckt und es war gar kein Boss hier in dem Raum. Gut, ist jetzt hier drüben... Das kommt einfach nicht wieder, ne? Kommt es wieder, wenn ich mich dahin porte? Ach, verdammt. Na, dann habe ich das jetzt halt erstmal verhauen. Kann ich jetzt nicht ändern. Gehen wir hoch. Wie gesagt, hier haben wir eigentlich gar nichts Wichtiges, aber ich nehme einfach den Raum kurz mit. Oh, hi, den habe ich gar nicht realisiert. Hi. Bye. Ah, da hinten geht's hoch.
Gut, aber wie gesagt, hier auf der Karte war nichts eingezeichnet. Hier ist auch nichts. Gehen wir weiter. Eins nach oben. Auch hier war nichts weiter. Außer halt die üblichen Belohnungen. Hat er gerade seinen eigenen Kollegen angezündet? Was bist du denn für eine Nulpe? So. Die sind auch, die haben einfach auch schon gar keinen Bock mehr, jetzt noch was zu machen. Guck mal, 107 Diamanten und wofür setze ich die ein? Ich werde die niemals los. Ich werde die niemals los, weil die Sachen, die mir jetzt der Todesshop mitbringt, nützen mir schon gar nichts mehr. Hm. Na gut. So, also hier ist wie gesagt nichts. Haben wir schon festgestellt. Okay, da unten wäre noch ein Herzteil und ein Boss. Machen wir den Raum auf jeden Fall noch mit. Kann ich eigentlich? Huch, wollte ich nicht. Das war nicht, was ich testen wollte. Nein, okay, kann ich nicht. So. Einmal rüber hier. Das Herz nehmen wir mit. Wenn ich schon gerade sehe. Sehr schön. Okay. Let's go. Wow, was ein Start. Oh, war das schlecht. Das Lied ist immer noch großartig. Nice! So, aber wie gesagt, hier ist nichts. Oder? Doch, hier ist eine Höhle. Da ist sie auch, ich sehe sie. Gegnerhöhle mit ganz viel Geld. Wo soll ich denn dieses ganze Geld hergehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich das ganze Geld hergeben soll. Ich wollte ihn wieder wegmachen. So. Ja, das war's schon. So viel Geld, so viel Diamanten. Ich weiß echt nicht. Wir werden sehen, vielleicht kommt ja noch irgendwas Großes. Da ist mein Herzteil. Ah, Mist, den habe ich nicht gesehen. Egal. Who cares? Nice. Wie komme ich da hoch? So komme ich da hoch. Ah, da sehe ich was. Da ist dann der Boss drin. Da-da-da-da-da-dam. So, also Herz, dann haben wir. Boss haben wir noch nicht. Und der Boss ist aber in der Höhle drin. Somit ist das Höhle und Boss-Ding 1. Okay, es ist wieder so ein... Ich habe die Namen von denen halt vergessen. Die gibt's ja auch in... Oh boy. Ah, okay, verstanden. Ja gut, das war's schon. Ich wollte gerade sagen, die gibt's ja auch in Dings. In Breath of the Wild, aber... Ja gut, das ist jetzt... Ja, nehmen wir die Waffe mal mit, die ist fragil, das heißt, die ist gleich wieder weg. Aber dafür bekommen wir Giftpfeile. Das ist ja das Eigentliche, was wir bei den Bossen suchen. Die dauerhaften Items.
Sehr schön. So. Hier unten ist noch ein Boss und eine Truhe. Sollen wir einfach mal runterwagen? Ah, das wird schief gehen, Energie-Tech. Aber wir haben ja. Kommt mir gerade, wir haben ja. Dings. Wie heißt's? Wir haben ja, das war doof, jetzt ist es kaputt, ne? Ah, jetzt ist es kaputt, egal. Wir haben ja Dings hier, na, sag schon, Tränke. Und die kann ich ja sogar aufbrauchen. Erstmal den wegmachen. Ah, es gibt hier nur Rubine, ja. Ah, das ist so eine Truhe wieder. Diesmal nicht. Da ist noch irgendwo was. Ach, hier! Da muss ich erstmal. Hä? Ah, verstanden. Ja, aber wie komme ich an den da drüben ran? Über den komme ich da ja nicht hoch. Hä? Kann ich da eine Bombe und dann geht er kaputt? Nein. Oh, ich habe das Ding, ich habe das Feld gesprengt. Okay, wie komme ich an den ran? Hä? Hätte ich das Ding anders schieben müssen? Das geht auch nicht. Der löst sich ja einfach nicht aus. Ich kann da auch nicht mehrere von den Feldern machen, ne? Sonst könnte ich mir hier so einen Weg bauen. Kann ich aber nicht, weil dann könnte ich natürlich... Ach. Hier so quer rüber. Hä? Welches Item hilft mir da hochzukommen? Ich kann Bob ja auch nicht hochwerfen. Wie funktioniert ihr? Nach 7 Beats oder wenn sie auf ein Hindernis treffen. Ja, aber dann rennt er jetzt gegen die Wand. Ah! Der geht einfach die Wand hoch. Okay. Das reißt ihn nicht mit. Ich weiß nicht, wie ich den hier rausholen kann. Hä? Das hat ja auch mit Buddel nichts zu tun. Kann ich nicht werfen? Ich bin ratlos. Bin komplett ratlos. Kann mir eine Rolle die besiegen?
Nee. Da hochspringen kann ich auch nicht. Oder kann ich über die Truhe springen? Nein. Es geht alles nicht. Ich muss nochmal raus. Ich muss nochmal neu rein. So ein Käse. Ich brauche aber erstmal Energie. Jetzt brauche ich erstmal neue Energie. Ah, dafür ist das wieder da. Okay, dann machen wir das schnell. Jetzt ist nämlich das, was ich vorhin machen wollte. Nein, jetzt habe ich keine... Jetzt habe ich nicht mehr die Magie, die ich brauche. Oh, das gibt's doch nicht. Ich brauche Magie. Jetzt habe ich die Magie aufgebraucht, ich Nuss. Mit meinem Rumgehopse. Ich brauche Magie. Wo geht jetzt Magie her? Ach, komm schon. Gib mir Magie. Kein Geld. Oh mein Gott. Magie! Muss ich mich echt bis zu meinem Haus porten? Ach, meinetwegen. So. Halt die Klappe. So, Magie. Oh, eins füllt es komplett schon auf. Das ist ja voll gut. Das wollte ich nicht. So, jetzt hierhin zurück. Meine Herren, ey. So, und jetzt machen wir das, was ich machen wollte. Vorhin schon, als das Viech noch da oben war, was dann explodiert ist leider. Und meinen Plan kaputt gemacht hat. So. Aha. Was ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Da ist das. Das ist auch ein Sammelobjekt. Gibst du drei davon einer Gerudo und den Gerudo-Ruinen kannst du die Brücke dort drin. Aha. Das scheint sogar wichtig zu sein. Okay. So, dann wagen wir uns jetzt nochmal in die Höhle. Und gucken mal, wo der Stein am Anfang ist. Ob der so liegt, dass ich den eigentlich besser verschieben kann. Aber trotzdem, den müsste ich dann halt so machen, dass ich den immer nur auf eine Seite... Das ist schon merkwürdig, ne? Jetzt gucken wir mal, wo der Stein am Anfang ist. Wenn der direkt am Rand ist... Der ist halt direkt am Rand. Der ist halt einfach direkt am Rand. Ich kann zwar mit dem Ding dann darüber. Aber das nützt mir ja nichts. Ich komme ja nicht auf den Ball drauf. Hä? Okay, mit dem Ball käme ich auch da... Ah, jetzt habe ich euch. Nee, es ist ja wieder nur der eine, den ich kriege. Scheiße. Es ist ja wieder nur der eine, den ich kriege, ne? Das war die falsche Taste. Sehr gut. Ist mir eigentlich egal, was für Pfeile. So, das ist der, aber wie kriege ich den... Kann ich querschießen? Nein. Ich kann auch nicht abbrechen, ne? Ja. Problem ist, ich kriege den da drüben wieder nicht aktiviert.
weil ich hier nicht rüberkomme. Jetzt bräuchte ich die Schwebestiefel. Was ist das denn für eine komische Höhle? Wenn ich jetzt die Schwebestiefel hätte, könnte ich den da drüben triggern. Ah, Moment! Ha, 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 ha! Hier! Oh, ich hab den... den Pfeil verpasst. Egal. Was ein Quatsch! Oh nein, ich komme mit... Jetzt komme ich nicht an die... Der Diamant ist verloren, aber ich glaube, die Truhe bleibt zumindest offen, ne? Ich komme halt nicht zurück. Ah, doch! Das war meine einzige Idee, die ich jetzt noch hatte. Mein Gott! Was eine Aktion! Was eine komische Höhle. Das ist ja... Die war ja komplett dumm. So, was ist das für ein Symbol? War das ein Laden oder sowas? Sehr gut. Taucht einfach oben auf und... kannst halt einfach nix. Ach, da ist der drüben noch in dem Wasser. Ist der noch? Ja, 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 ja. Ach, und da ist ja noch einer. So, hier waren wir aber schon drin, ne? Das war der Raum. Das haben wir schon gemacht. Aber was ist denn dann... Was zeigt es denn dann da auf der Karte an? Da blinkt doch irgendwas. Was ist denn das für ein Symbol? Was ist das für ein Symbol? Ach, eine Treppe, die abgeschlossen ist. Ha! Eine Höhle, die abgeschlossen ist, ist das. Das ist ein Haken. Jetzt erkenne ich das. Okay. Man müsste halt einfach lesen können. So. Hier war schon mal ein Laden. Da ist immer noch ein Laden. Der mir einfach nichts... Ja. Ja, ich kann jetzt tolle Krabbelminen kaufen. Nützt mir alles überhaupt nichts. Den anzugreifen traue ich mich auch noch nicht. Wollte ich nur kurz gesagt haben. Ich weiß, dass es geht. So, die Truhe da ist relativ irrelevant, aber nehmen wir mit. Ja, wir haben eh gerade keinen Ring. Können wir mitnehmen. So, sonst war hier nichts, ne? Genau, da ist jetzt noch eine Truhe, die ich noch öffnen kann. Aber zeigt er auch so rote Truhen an, die eigentlich echt unwichtig sind? Oh, apropos. Ich habe gerade ein Problem. Ich gehe. Ich habe keine Lust zu sterben mit 1000 Rubinen. Wirklich nicht. Ist in Ordnung, ich gehe. Falsche Taste. Ach, ich bin doch dumm. Ich bin doch richtig dumm. Man heilt sich doch viel schneller so. So heile ich mich doch viel schneller. Mein Gott. So. Dann werken wir jetzt halt da unten noch weiter. Machen wir halt mal die Wüste fertig, würde ich sagen. Im nächsten Part, in dem nicht mehr. Vielleicht kriege ich dann auch raus, was es mit den Zahnrädern auf sich hat. Ah ja, den Raum müssen wir jetzt noch machen. Da wurde ich gerade gestört. Und habe mich dann nicht mehr getraut. Ist aber okay.
komm raus. So. Ist das die Truhe, die angezeigt wird? Ja, okay, also Truhen, wenn es anzeigt, können auch Quatsch. Also nicht Quatschtruhen, aber halt. Ich sag mal, ohne zu Truhen sein. So. Achso, ich komme hier gar nicht rüber. Ich muss also über. Hä, wie komme ich überhaupt nach. Hä? Halt, da, doch, da geht's rüber. Da geht's rüber. Da ist eine Lücke. Never mind. Da ist doch keine Lücke. Da komme ich rüber. Oh. Dorf der Gerudo. Ja gut, da schauen wir uns dann beim nächsten Mal um. Danke fürs Zuschauen und tschüss.